Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen heute mal einen Run mit Kane auf Hard. Einfach mal so. Und ja, gucken wir mal. Ich reroll einmal, weil ich keinen Bock auf einen Curse habe in der ersten Ebene. Ich reroll einfach nochmal. Jetzt kommen die Seeds ein paar Mal. Ach komm, mit Curse of the Blind kann ich jetzt leben. Damit muss ich jetzt leben. Ich schreibe euch den Seed ja immer nochmal in die Beschreibung, weil jetzt kommen ein paar. Weil das, Skript, die durcharbeitet. Und, es kann sein, dass da jetzt ein paar Mal Seed und Lucky Food kommt. Es tut mir leid. Das geht gleich weg. Ne? Keine Angst. Wir wissen, dass es vorbei ist, wenn wir den Pyromaniac sehen in der Liste. Oh mein Gott. Okay. Da ist er schon, der Pyromaniac. Wir haben den Pyromaniac. Das ist für einen Boss Rush eigentlich ein guter Anfang. Also wir wollen ja auch den Boss-Rush machen mit Kane. Und oh mein Gott, der Pyromaniac ist doch schon mal eine Top-Sache zum Anfang. Ist nicht so top, ist es so eine dicke Fliege. So. Wir haben mit Kane mehr Damage. Wir können mit Kane durch Explosionen laufen. Kane hat leider kein Pillenglück mehr, sonst wären wir jetzt richtig krass dabei. Aber eine Pretty Fly kriegen wir. Und ich habe ja 5 Bomben. Und wir kriegen 2 blaue Herzen. Nice. Und wir kriegen Larry Jr. als Gegner. Besser geht's doch nicht. Wir können uns mit Pyromaniac heilen. Allgemein Explosionen heilen uns. Besser geht's am Anfang echt nicht. Vor allem, wenn wir später Gegner kriegen, die Explosionsdinger schießen. Heilen die uns einfach, statt uns zu treffen. Klappt natürlich nicht bei blauen Herzen. Oh, das war dumm. Ich kam nicht hoch. Ich bin irgendwo hängen geblieben. An einem Stein oder an der Kacke, die da noch war. Keine Ahnung. Irgendwas war da noch. Auf jeden Fall kriegen wir vielleicht ein gutes Item von dir. Ich sehe es ja nicht. Oh mein Gott. Was ist denn los mit dem Run? Oh mein Gott. Pentagramm und Pyromaniac in der ersten... Oh mein Gott. Curse of the Maze. Damit kann ich leben. Oh, ich wollte jetzt langlaufen, aber ging gar nicht. Huch, mein Controller hat wieder... Ich brauche unbedingt einen Controller, einen ordentlichen. Ich meine, ich hätte einen ordentlichen, ich müsste ihn nur anschließen, den PlayStation-Controller. Aber ich, müsste ich halt wieder, ne? Ach, ihr kennt das Problem. Faulheit. Faulheit. Boah, blaue Herzen, gib mir das. Ey, oh nein! Okay, wir haben trotzdem nur, weil ich schnell genug wieder reingegangen bin, nur ein halbes Herz verloren. Das geht nämlich, man kann schnell genug wieder reingehen und dann verliert man kein Herz. Weil man noch in dieser Damage-Phase drin ist. Noch ein blauer Stein, was ist denn hier los? Oh! So. Sehr nice. Wird ja mal besser hier. So, da wollen wir nicht lang. Wir wollen hier lang. So, den Hüpfer weg. Die hauptsächliche Nervensäge. Schade, nicht geschafft. So. Jetzt haben wir hier eine Bombe und Geld. Sehr gut. So, dich wollen wir mal sachte von der Seite wegschießen. So. Du lässt mir hoffentlich mal eine Pille fallen, eine schöne. Eine Pretty Fly noch eine. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte echt eine Pretty Fly sein. Nee, es ist eine Paralysis. Irgendwie das Gefühl, dass mein Controller heute extra rumzickt. Fühlt sich mega schwammig an. Heute extra schwammig. So, warte mal. Wir können hier mal eine Bombe hinlegen. Kein Geheimraum, okay. Den Lucky Rock. Und hier ist so ein blauer Stein, sehe ich gerade. Den habe ich gerade gar nicht gesehen jetzt. Warte mal. Dann legen wir die Bombe hier hin. Kein Geheimraum, okay. Okay. Ich kann mich gerade vor blauen Steinen gar nicht mehr retten. Ich beschwere mich nicht. Ich meine, aus dem blauen Stein kommt irgendwann auch ein Damage ab raus, ne? Also wir wollen uns mal nicht beschweren darüber. So, Steine? Ne, okay. So, nix Dollet. Hier ist der Bossraum. Wo ist der Itemraum? Wahrscheinlich gibt es einen Weg, den ich nicht gegangen bin und da ist er. Ja, es gibt zwei Wege. Zeitlich sind wir bei 4 Minuten. Das ist eigentlich schon fast kritisch, aber je nachdem, was wir jetzt noch kriegen... Ist alles noch offen. Okay, hier ist er nicht.
Aber da ist eine Bombe drin und eine Kiste, die ich will. Und durch den Lucky Rock kriegen wir noch Geld. Das ist sehr cool. So. Da ist er. Oh, da ist ein Dings drin. Hagalas. So, nice. An den Daggers. Purity. Das ist Technology Laser Tears. Das ist sehr geil. Ist da ein blauer Stein bei? Nee. Eisextränen sind nun ein Laser mit unendlich langer Reichweite. Ich hoffe, es war gut. Gucken wir da mal rein. Die Nonne. Oh mein Gott, die Nonne. Wo die Nonne? Ich will eher die Bomben da, glaube ich. Shit. Oh, warte. Ich hab ja Dings. Ich kriege ja Geld daraus. So, Nonne oder Bomben? Ich will Bomben. Ich meine, wir haben Pyromaniac. Warum sollte ich keine Bomben wollen? Ich weiß gar nicht, ob der Laser so gut ist, aber ich glaube, das ist der gute Laser. Deswegen habe ich ihn einfach mal genommen. Ich meine, der andere Laser war nicht der gute. Der kleine. Ja, das ist auf jeden Fall der Laser mit dem Damage. So, mit Purity im Gepäck haben wir auch was gegen den nächsten Curse. Gegen den Maze Curse will ich jetzt nichts tun. Das ist ja. Ist ja Pillepalle. Das ist ja lame. So, was gibst du mir? Na, HP ab. Was gibt uns der Devil Deal? Oh ja, ist gekauft. So. Mehr Damage. Mehr Damage. Für uns. So. Hatten wir jetzt einen Curse hier? Curse of the Labyrinth. Okay, das ist sogar gut. Curse of the Labyrinth nehme ich mit. Warum ist die eine Made... Aua, sofort gestorben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Aua. Besser wäre es natürlich, wenn ihr direkt an den Pilzen sterbt, ne? Aua. Oh, ich mache so viel Schaden. So. Speeddown, das ist nicht so schön. So. Ah, Mist. Das war mit zu viel Damage hier. Also zu viel. Zu viel Pilzdampf. Damage. Gebims. Ach egal, ihr wisst, was ich meine. So. Ich wollte gerade eine Bombe legen. Und dann habe ich mich gewundert, warum da keine Bombe rauskam. The Moon. Sehr nice. Okay, Bomben. Keine blauen Steine. Okay, dann gehen wir uns jetzt die Karte wiederholen. Den Dings hier. Okay. Die holen wir uns auch mal eben. Gehen wir hier weiter. Hier ist der Bossraum, okay. Können wir eben machen. Helfer ab, nice. Ja, machen wir eben. Gerdy Junior. Ach ja, wir machen ja beide Bosse. Stimmt. Sind ja in der XL-Ebene. Das heißt auch zwei Itemräume. Ich muss die Itemräume noch holen. Verdammt. Hätte ich fast vergessen. So. Item 1. Mehr Damage. Ach, die Tiers und Shot Speed Up. Das ist gut. Und Mega Maw. Das ist sogar ganz cool. Auf jeden Fall ein cooler Boss. Der ganz entspannt ist eigentlich. Und noch mehr Shot Speed Up. Oh, warte mal. Der hat eine Karte verloren. Stärke. Okay, lassen wir mal hier liegen. Okay, dann suchen wir jetzt noch ganz, 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 ganz schnell die Itemräume, die hoffentlich beieinander liegen. Alter, Alter, das ist gerade extrem eng gewesen. Aua. So, weiter. Jetzt kommt, das Skript ist gerade ein bisschen langsam. Ich habe, glaube ich, gerade wieder den Bug hervorgerufen, dass die Items ein bisschen länger brauchen, bis sie auftauchen. Ich bitte das zu entschuldigen. Der Ersteller fixt das schon. Also er kennt den Fehler. Dass die Items ein bisschen länger brauchen zum Erscheinen. Kann auch sein, dass ich mir das gerade eingebildet habe. Ich habe das gerade so im Augenwinkel gesehen, dass es immer noch da stand. Oder wieder da stand. So. Okay. Oh, können wir mal Items kriegen hier? Itemräume. Fände ich ja nice, so. Ey, ach, ich kann da nicht lang, weil da ein Loch ist.
Kriegst du, wer blockt mich da? Halt mich nicht fest. Okay, Itemräume. Nein, okay. Okay, was auch immer ihn getötet hat. Ich glaube, eine Spinne. Irgendwie ist der Controller heute merkwürdig. Wenn ich komisch laufe, ist es der Controller. Alter. Warum seid ihr so schnell? Ah! So. Ein Itemraum und ein Schlüsselraum. Und ein blaues Herz. Okay, da gehen wir mal rein hier. Die 1. Nee, 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 nee. Das kannst du mal schön klicken. Klicken. Knicken. Ich kriege hier gerade den Mulligan, weißt du? Hab gute Tränen an sich. Imaginary Friend. Nee. Nee. Muss ich gerade nicht haben. So. Kannst du jetzt mal bitte so das... Ja, sehr gut. Ah, nee, ist nicht sehr gut. Das heißt, ich komme nicht dran. Haha. Okay, hier ist der andere. Jawohl. So, und dann gehen wir auch. Da kommt noch blaue Fliegen raus. Und das ist auch der Shop. Da gehen wir auch mal rein. Ghost Baby. Na gut. Ja, jetzt kam sie Mulligan erst. Ah, ich habe keine Schlüssel mehr. Ach, ich habe doch keine Schlüssel mehr. Warum mache ich das? So. Ist egal. So, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt wieder zurück. Wir untersuchen nicht die ganze Ebene. Ich gehe gerade falsch. So. Wir müssen hier lang. Weil ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe noch 10 Minuten. Kommen jetzt in die Tiefen, glaube ich, direkt. Oder? Ah, nee. Oder? Kommen wir jetzt in die Tiefen? Ich weiß es doch nicht. Doch, klar. Jetzt sind die Tiefen dran, ja. So. Die Karte lasse ich hier. Ich will Purity haben. Für einen doofen Curse ist das immer ganz gut. Curse of Darkness oder so. Necropolis, kein Curse, das ist auch angenehm. Mal so zwischendurch. Nice. Sogar ein Skelett getroffen. Ne, nicht so nice. So. Oh, den Penny da, den will ich. Den hole ich mir. So, oh Gott. Erstmal muss das Feuer aus hier. Dann können wir bei euch reden. Aber wirklich nur reden. Ich will nicht an euch Schaden fressen. An nix von euch hier eigentlich. So. Jetzt sind alle Gefahren weg. Gut, wir haben ein paar Bomben. Die werden wir auch mal einsetzen. Guten Tag. So, oh, Karten ohne Ende. Magician, Two of Clubs, Two of Hearts. Alles mal verschleudern hier. Sehr nice. Sehr nice. So, und du gibst mir nur einen Gegner und du stirbst bitte schnell. Okay, raus hier. Hier hat sich nichts gelohnt. Nichts gelohnt hier. So, und dann gehen wir weiter. Nichts gelohnt. Oh nein. Okay, ich kann auch lasern. Ha. Ah nein. Egal. So, hier legen wir mal eine Bombe hin. Da könnte ein Geheimraum sein. Ich sag doch, ich kenne die Räume. Alter. Schieß halt instant. So. Go to. Nee. Muss nicht sein. Danke. Einfach nur, um zu gucken, ob es hier weitergeht. Nicht, dass es hier weitergeht hinterher und dann stehe ich doof hier rum. Okay, da komme ich in so einen Raum. Das möchte ich jetzt nicht öffnen. Das möchte ich öffnen. Was ist das? Eine Health Up und eine Pretty Fly und tschüss. Dann gehen wir weiter und lassen die Feuer einfach an. Bist du einer? Ah, nee, du bist kein Grüner. Ich werde keinen Bock zu schießen, weil er mich nicht sieht. Das ist sehr gut. Ich bleib hier stehen. So, was ist das? Judgment. Du bist ein scheiß Judgment. So, da lasern wir mal rein hier. Also ich bin schon... Ich mache schon gut Damage. Also ich kann mich nicht beschweren. Anarchistenbuch. Ja, wir haben noch kein Space-Item. Von daher pff, ist egal. Wenn er jetzt die Bomben in die Mitte legt, wäre gut. Dankeschön. Sehr nice. So, was haben wir denn hier?
Hagalas, mach alle kaputt. Was? Passage. Passage möchte ich jetzt nicht. Dagas. Dagas, okay. Lass mal alles hier liegen. Ein Schlüssel wäre nice. So, noch so ein Schlüssel halt. Ah, nein. Die Bombe war irgendwie noch an mir dran. Keine Ahnung. Irgendwas hat die gezogen. Ich glaube, ich irgendwie. Oh, ein Schlüssel. Okay. Los, fliege. Au. Au. Ernsthaft? Ich hasse es manchmal. Hier ist der Boss. Oh, die Mask of Infamity. Oh, nice. Wir haben das Herz sogar getroffen. Ja, Maske ist gut. Ich will einfach nur, dass du ausrastest. So. Komm her zu mir. Ich bin sogar schneller ein bisschen. Also ein bisschen schneller als sie. Oh, komm doch jetzt her. So. Oh, Luck up. Wir gehen noch in den Shop rein. Es kommt... Ah, ne. 4 Shop. Oh, Damage up. Damage up. Nice. All dem Damage up. Ich muss den Boss was schaffen. So. Haben wir denn hier? Pandora's Box haben wir hier. Komm, kaufen wir. So, dann haben wir noch die kaputte Uhr. Die kaufen wir auch. Dann kaufen wir noch Schlüssel. Und dann kaufen wir noch das. So. Gut. Die kaputte Uhr bringt uns was. Wenn wir Glück haben, sind die Gegner verlangsamt. Wenn nicht, wenn dann nicht. Dann sind sie halt doppelt so schnell. Kann auch passieren. Wir müssen unbedingt mal wieder Geld spenden. Ich habe 5 Minuten. Okay, Attacke. Yes, die dritte Pretty Fly. Das heißt, wir haben schon einen guten Schild um uns. Also Pretty Flies sind echt top. So. Auf jeden Fall besser als im alten Isaac. Oh, nee. Ah, stopp. Schlüssel nehme ich mit. So. Also damage-mäßig sind wir gut dargestellt. Stehen wir gut da, so mit dem Zeug. Gut, dass ich mich nicht um den Kleinen gekümmert habe. Die haben sich nämlich selbst erledigt. Oh Gott. Nicht hüpfen, das verbraucht Zeit. Dankeschön. Geld, oh mein Gott, so viel Geld. Jetzt noch Money Power oder so. Oh nee, warum? Wie kriege ich dich? Dich kriege ich von hier hinten. So, Bomben. Ah, lala, scheiße. Das war nicht so geplant. Oh nee. So, einfach rausgehen. Leider muss ich sagen, wenn wir den Itemraum nicht finden, ist auch eine Pretty Fly. Ich brauche keine mehr, aber komm. Weil mehr als 3 geht leider nicht. Wenn wir den Itemraum nicht finden, haben wir ein Problem. Dann müssen wir halt zum Boss gehen. Dann müssen wir das halt liegen lassen. Ist egal, ich könnte mit leben, glaube ich. Ich könnte damit, glaube ich, leben. Oh, hier ist geslowt. Nice. Hier ist der Itemraum. Hier geht's auch weiter. Vielleicht ist doch hier der Bossraum. Das wäre eigentlich sehr nice. So. Das blanke Set. Okay. Ist hier drin. Der ist Options. Ist gekauft. Weiter. So. Kriegen wir nochmal Options für die Options? Also beim Boss Rush? Das wäre sehr nice. 3 Minuten noch. Ich hoffe, hier geht's zum Boss. Ja, hier geht's auf jeden Fall zum Boss. Hier ist der Raum. Obwohl, zum jeden Fall kann ich nicht sagen. Kann man ja nie so sagen. Ah, doch, hier ist er. Sauber! Sauber! Dann nehme ich sogar noch den Stein hier mit. Es tut mir übrigens leid, dass die Itembeschreibung so rumbuggen. Mach die, glaube ich, auch gerade mal aus. Warte mal, ich drück mal eben Pause und mach die aus. So. Damit sich das Skript beruhigen kann. Damit sich das alles mal, Ich meine, das läuft im Hintergrund weiter, aber trotzdem. Komm, friss den Damage.
Friss den Damage. Komm schon. Friss ihn. Ah, oh, Mami, du bist eine Kack-Mami. Die weiße Mami, das hatte ich ja auch noch nicht. Irgendwie stampft die nur. So, Boss Rush. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, wir können sogar noch in den Boss-Dings hier gucken. Ah, nee. Oh, ich dachte, der wäre jetzt weggegangen. So, wir gehen in die... Wir gehen zu ihm, weil er ist schwerer. Wir haben gerade ein gutes Setup. Und wir kriegen noch... Der Damage oder der Speed Fire Rate ab? Ich glaube, ich nehme Fire Rate. Ich glaube, Fire Rate macht aber... Macht ein bisschen Damage runter, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der eine gerade gestorben. Und ich sehe jetzt am Laser ja, ob ich treffe oder nicht. Also an der Energieleiste. Sehe ich ja, ob ich treffe oder nicht. Du stirbst mal wieder ganz schnell. Du auch. So, verfolg mich nur. Komm schon, stirb. So. Na, piep, piep, piep. Ich hab dich ganz doll lieb. Oh, da hat mich sein scheiß Auge tatsächlich getroffen. So, Duke of Lies. Da sieht man mal, wie viel Energie du hast. Nämlich nix. So. So, trenn dich mal. Wenn Loki da stehen bleibt, ist er selbst schuld. Ja, Loki stehen geblieben. Selbst schuld. So, nächste. Aua, die trennen sich ja sofort. So. Sehr nice. Nice, 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 nice. Aua. Okay. Ich glaube, Fire Rate war ganz cool. Damage Up kann ich immer noch kriegen, aber Fire Rate ist immer eine ganz komplizierte Sache. So. Der kommt gerade zu mir, oder? Nee, okay. Na, ihr beiden. Kommt jetzt die ekligen Gish und Gish und Gis. Gizmo, sag ich schon. Gish und. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt der denn? Der Spucker. Ich habe seinen Namen vergessen. Das ist jetzt ganz traurig. Ich habe seinen Namen auf der Zunge, aber ich kann ihn gerade nicht aussprechen. Kennt ihr das? Oh. Wie heißt er? Hier, du da. Wie hieß du nochmal? Monstro. Mein Gott, danke. Ich weiß nicht, wie ich... Warum ich den jetzt... Moment, der heilt mich mit seinen Explosionen, ne? Wir haben ja immer noch... Oh. Wir haben ja immer noch den Dings, aber ich habe leider keine roten Herzen, wo ich das jetzt ausprobieren könnte. Ach, ist das spannend, hier einfach so stehen zu bleiben. Ah. Hüpf mir nicht an. Platze. Wo ist Pin? Pin ist weggehüpft. So, das sind die Hollows. Die sind ja auch easy. So. So, da lasern wir einmal mal hier den kleinen Scheiß weg. Ey, da hat mich tatsächlich eine Spinne getroffen. So. Jetzt kommt das. Sehr nice. Sehr gut. Wo sind sie? Wo ist sie, die Maske? Da ist sie immer. Sie ist kaputt gegangen. Ich hoffe. Wie mich der da trifft, das ist total dämlich. Aua, hör mal auf. Gott, ist das... So. Ist echt anstrengend, so den Knopf da gedrückt zu halten. Verlier mal dein Pferdchen. Aua. Aua. So, er ist weg, okay. Ist dein Pferdchen auch weg? Ich habe keine Ahnung. Sein Mini-Zeug ist noch nicht weg. Oh Gott, da ist er vom Pferd gefallen. Die vier Shots sind super. So, und jetzt kommt der letzte. Sehr nice. Wenn sie vor dir wegrennen, ist echt geil. Aber ich muss aufpassen, die machen trotzdem ihre Brimstone-Dinger, glaube ich. Ja! Kane's other eye has appeared in the basement. Und wir kriegen noch mehr Damage ab. Jawoll.
Mehr Damage ist mehr Damage. So. Läuft doch. Ist geil, was ihr habt. So. Ein Curse? Nö. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh, so. Da haben wir ein Steinchen. Oh, ist das... Oh. Wie nett. Alter, was geht hier? Da eben noch. Oh mein Gott. Und da komme ich nicht dran. Weil ich nicht fliegen kann. Ich kann in letzter Zeit echt selten fliegen. Ich kriege aber auch selten Fade oder so. Nur noch. Eine Zeit lang habe ich das echt oft gekriegt. Aber jetzt gerade so... kriege ich das nicht mehr. Bad Trip, dankeschön. Habe ich dir mal getraut, Pille, weißt du? Oh, der Bosskampf. Will ich da schon rein? Warum war der Sound so komisch? Ich fand den Sound jetzt komisch von dem Raum. Dieses... Und jetzt noch der All-Stats-Up-Pilz. Wäre das geil. Helfer. Nice. Ich muss doch nochmal hier hoch. Da lag nämlich noch ein Herzchen. So. Ja, gehen wir zum Boss. Oh, mega fetti. Mega fetti. Oh ja, mega fetti. Guck dir an, was ich dann Damage mache an mega fetti. Oh, mega fetti hatte Angst. Warum stirbt er denn jetzt? Habe ich nicht auf den hier geschossen die ganze Zeit? Ist ja egal. Mega fetti ist auf jeden Fall kein Problem. So. Mehr Shot Speed und Damage up. Gib mir mehr Damage. Mehr Damage! Okay. Zers Options hatte ich auch schon lange nicht. Curse of the Blind. Nö. So nicht, mein Freund. Mit mir gibt's kein Curse hier. Das sehe ich ja gar nicht ein. So, Curse weg. Nice. So, den machen wir vom Weiten. Den auch. Ohne Kiste. Guppy's Tail wäre noch toll. Wir kriegen dafür gar keine Guppy-Items irgendwie gerade. Also wenn wir jetzt irgendwie die Absicht gehabt hätten, Rules Card. Was macht die denn? Das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, die macht gar nichts. Muss mal eben hier öffnen. Das Isaac-Wiki habe ich zum Glück als Lesezeichen gespeichert. Da geht das noch ganz gut. Die Rules Card. Displays a random cryptic message on the screen. Okay, warum habe ich die freigeschaltet? Also die macht einfach nur das. Chub dislike smoke. Ja. Jeder, wie er will, ne? Warum gibt's die dann? Die ist ja total unnötig. Die ist mega random irgendwie. Vor allem als Challenge... Oh mein Gott. Noch schneller schießen. Die Sounds finde ich gerade sehr komisch. Ich weiß nicht warum. Kann ich damit echt noch schneller schießen? Okay. Okay, geil. Oh, krass, ey. Krasser Scheiß. Oh, ein Rafer wäre auch nicht schlecht. Wie geil ist er denn? Yeah. Kein Ding, wenn du dich nochmal öffnest. Ist okay. Komm mal hier. Oh, wie gut das ist. Okay, das ist richtig nice. Ob es noch schneller geht? Ich weiß ja nicht. Geht's noch schneller? Ich glaube schon, weil... Da sind noch zwei Dinger frei. Es geht noch schneller. Mami, bleib einfach stehen. Es hat keinen Sinn. Warum fliegen meine blauen Fliegen gerade so im Kreis?
Das ist gerade Zufall. Machen die das immer? So, wir hatten das negativ. Wir gehen natürlich zu The Lamp. Curse of the Maze. Hier hätte ich, glaube ich, lieber das... Oh Gott. Die sind geslowt, das heißt, die sind ein bisschen länger da. Kommen aber irgendwie schneller wieder. So. Ah, nein. Das ist gemein, ihr könnt fliegen. Das ist gemein, ihr könnt alle fliegen. So, lass mich mal wieder raus hier. Mega fertig. Jetzt so viel Energie, da mache ich sogar wenig Schaden. So. Ah, saugt mich nicht an. So, nice. Schlüssel sind gut. Brauche ich für die nächste Ebene. Das ist echt gut, als ob das Spiel gerade gehört hätte. So, oh, Schlüssel, okay. Geben wir ihm mal ein paar. Oh, nice, hier wollte ich eh hin. Da hat mich das Maze genau richtig geschickt, ausnahmsweise mal. Platze. So, was haben wir denn hier drin? Zwei Kisten. Oh, das ist auch ein nettes Trinket, aber... Oh Gott, der Controller gerade. Controller, lass mich nicht im Stich, ey. Bin gerade so hochgelaufen. Oh mein Gott, warum ist Monstro denn in mir gespawnt? Daran habe ich nicht gedacht. Oh yes. Bringt mir hier nur nichts. Schade. Na, ihr beiden. Yay, der Steam Sale. Health down, das ist nicht gut. Oh, das gibt mehr Damage. Aber ich will meine Schussgeschwindigkeit behalten. War das ein Health up oder ein Health down? Oder was war das? Das war ein Health down, das möchte ich nicht. Einmal zum Vergleich, ne? Wir schießen so ohne Cancer. Und so einfach mit. Guck dir die Energie an, wie sie runtergeht von dem Boss, ey. So, dann gehen wir mal hier hin. Yay, eine Batterie. Sich voll gelohnt. So, was haben wir denn hier? Oh Gott. Alle tot? Alle tot, okay. Das war ein gemeiner Raum. Na, ihr beiden? Magst du dich mit deinen Explosionen heilen? Nein? Okay. Emperor, das ist gut. Ja doch, das ist jetzt gut. Ich höre hier Sounds heute, die ich vorher noch nie gehört habe. Oh. Ach, das liegt daran, weil die Uhr anders ist. Ah, weil die Uhr das beeinflusst. Oh, jetzt checke ich das erst. Er ist doppelt so schnell. Das ist natürlich nicht schön, aber das schaffen wir trotzdem. Oh, die Füße, das ist jetzt eklig. Okay, warte, da muss ich aufpassen. So, ich brauche keine Angst vor den Explosionen haben. Deswegen rennen wir einfach mal ein bisschen in die Gegner auch. Weil wenn die explodieren, kein Ding. So ist die Musik viel cooler, aber wir haben es geschafft. Okay. Ab in die... in den Darkroom. Die Musik, ey. Die durchdreht. So, wir verlassen den Raum erstmal. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass hier trotzdem noch der Bug auftaucht, dass da irgendwie nur Scheiße rauskommt. Ich meine, das ist Zufall. Kills hier. Ja, ich kann nicht rerollen, von daher nehm mit. Na, jetzt kriegen wir nur Trollbomben, wa? Nee, doch nicht. Wenn wir jetzt irgendwo Dad's Key kriegen, würde ich sogar Mega-Satan machen. Ohne Mist. Ich würde es mal riskieren. Hä, seine Stampfattacken tun mir auch nicht mehr weh. Ja, das tut mir noch weh, okay. Aber die Stampfattacken tun mir nicht mehr weh. Die hat mich nur weggedrückt. What is this magic? Oh, da lag die Bombe bei mir und hat mich geheilt. So. Lad. Jetzt ein bisschen langsamer, aber ist ja egal. Oh, ich dachte, die sterben so schnell jetzt. Deswegen habe ich mich so schnell weggedreht. So. Ah, Chavis? Ja. Oh, nicht Fatty. Not the Fatty. Oh, vor allem, wenn der eine ansaugt und der andere nicht.
Schnappdidu. Ey. Mal auf damit. So nicht. Ah, diese Kombo ist super. Der Bad Trip. Den legen wir mal gleich wieder weg hier in die Ecke. Nehmen unseren Cancer wieder mit. Oh, warum ihr? Ich meine, ihr sterbt jetzt schnell. Das ist ja kein Problem. Wo ist der dritte? Au! Die Gegner hasse ich halt, weil die immer so auftauchen. So random. So, bevor er abhauen kann, erstmal aufgehalten. Was haben wir hier? Geld. Welches ich nicht brauche. Weil ich bin bei 99 Münzen. Oh, Dead Key. Dead Key würde ich jetzt feiern. Jetzt würde ich mich zu Mega-Satan trauen. Ich meine, ich bin nicht über krass, weil ich muss ja noch aufpassen. Überkrass ist man erst, wenn man nicht mehr aufpassen muss. Sag ich mal. Das sind die krassen Kriegs, genau, die random machen. So. So random ein paar Bomben fallen lassen. So. Das ist der andere Geheimraum. Hier gibt's ein weißes Herz. Das bringt mir nichts mehr, aber sonst alles okay. Ach Leute, wo ist denn jetzt hier Satan? Wo ist er? Der Olle. Ah, hau ab. So. Hi, Monstro. Kannst du bitte schnell verrecken? Danke. Aua. Weil du so langsam bist, habe ich damit jetzt gar nicht gerechnet. Weil ich habe die Bewegung gar nicht als Laserangriff angesehen. So. Nur eine Münze. Schade. Ah. Ihr rennt mich nicht an. So. Oh yeah. Hat man das weiße Herz noch was gebracht? Ach, wie hält. Oh, die schnellen Schubis. So. Kiste? Nice. Nice, nice, nice. Okay, ihr wieder. Ah ne, ihr seid die, die... Okay, ihr seid die Todbringer hier. Au! Scheiß Pferd. So. Das war echt ein scheiß Pferd. Oh, Fallen, Doppel-Fallen. Geht mal beide kaputt. Danke. Guck mal, wie er backt. Wie er sich nicht mehr bewegt. So richtig. So. Au. Oh. Ich habe ja ein bisschen Angst vor The Lamp, ne? Vor The Lamp habe ich immer ein bisschen Respekt. Vor Isaac. Aber Lamp? Lamp ist halt einfach viel schwerer als Isaac. Voll unfair eigentlich. Eigentlich will ich den letzten Raum da auch noch machen. Ich meine, es sieht ja nicht schlecht aus. Warum ist der letzte Raum dann unbedingt sowas? Nee, das Ding tut mir nicht mehr weh. Das ist total geil. Doch, jetzt. Ah, er muss sich direkt treffen. Aber ja, natürlich triffst du mich jetzt 50 Mal. Oh. Dankeschön. Wir kriegen noch einen Versuch, wenn wir Glück haben. So, da unten liegen genug Herzen rum. Liegt hier bei... Ein halbes liegt hier. Und hier liegt auch ein halbes. Okay. So. Lambi. Und er ist geslowt. Besser geht's noch nicht. Aua. Stimmt, der macht ja auch den. Aua. So. GG easy, wa? Würde ich sagen. Oder was war das jetzt? Hä? So, wir haben mit Kane die böse Seite der Macht besiegt. Würde ich sagen. Ist doch geil. Jetzt müssen wir nur noch zur Chest. Und die Chest ist immer viel leichter. Viel wichtiger ist immer, dass wir die Boss-Rushes schaffen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Binding of Isaac. Tschüss.